verantwortliche Souveränität. Und dazu möchte ich heute dann auch sprechen. Denn ich habe mir gedacht, so während des Tages gestern, dass eigentlich wir können hier sitzen und über Demokratie diskutieren, bis wir blau im Gesicht sind und uns die tollsten Sachen ausdenken über Demokratie, wie man es anders machen kann. Wenn es keine oder ganz reduzierte Politiksouveränität gibt, dann nutzt uns dieses ganze Fantasieren über Demokratie nichts. Und deshalb möchte ich heute früh dazu sprechen, wie man Globalisierung und Souveränität vereinbar machen kann. Deshalb kann man beobachten, dass in der UN und sonst wo, dass wir ganz tolle Ideen haben, wie wir die Welt verbessern. Aber dann passiert nicht viel. Nach 10 Jahren treffen wir uns, merken, dass Armut immer noch nicht reduziert, Pollution immer noch nicht reduziert. Dann machen wir noch eine Resolution, die wird immer toller. Ne? Oh, die Worte werden stärker und passiert wieder nichts, weil das ja die Diplomaten im Grunde nur eine Verteidigung des nationalen Interesses wollen. Und, oder wenn sie es schaffen, was ja durchaus auch der Fall ist, dass man die Interessen der starken Länder durchboxt, dann sagen die Entwicklungsländer früher, später, okay, okay. Ne, macht nur und gehen nach Hause und kümmern sich aber auch wenig drum. Und deshalb gibt es so eine Verzögerung, dass wir seit 1970 wissen, dass sich irgendwas mit der Umwelt tut und dass wir besser agieren würden. Aber man ist sich nicht sicher, wie man es so anpackt, dass, dass sich vor allen Dingen die starken Länder ihre Selbstinteressen sichern können. Aber was sich immer mehr zeigt, und das haben wir berechnet und ich zeige Ihnen nachher die Bücher dazu, da können Sie nachlesen auf der Webseite. Nichthandeln ist in vielen Fällen 400 Mal so teuer wie Handeln. Und das fand ich, ist eine sehr beeindruckende Tatsache, denn wenn man nicht handelt, so wie wir es jetzt mit dem Klimawandel machen, dann kommen immer mehr Krisen. Und wenn wir Stürme haben oder noch eine Hurricane Katrina oder solche Sachen, die verschlingen unheimlich viel Geld, aber führen zu nichts. Man kommt höchstens zum Punkt Null zurück, wenn man Glück hat, aber meistens bleibt das Land zerstört, die Leute verarmen. Also mein Plädoyer, heute ist es ganz wichtig, wenn wir Globalisierung wollen, wenn wir nicht sagen, nee, jetzt machen wir wieder die Grenzen zu und die Vorteile damit von Globalisierung aufgeben. Wenn wir Globalisierung wollen, müssen wir lernen, auch unser Eigeninteresse im globalen Kontext zu definieren. Und das bedeutet, wir müssen in Rechnung stellen, dass unsere Politiker stolz sein sollen, dass aber andere, die Politiker anderer Länder auch stolz nach Hause gehen wollen. Und deshalb muss man den globalen Kontext mit berücksichtigen. Deshalb mein Vorschlag, dass der Begriff der verantwortlichen Souveränität sich auf alle Staaten beziehen soll. Und dann wird er auch akzeptabel für Entwicklungsländer. Und sowas müsste man alles neu durchdenken. Das sind ganz konkrete Schritte und das ist vielleicht mein Hauptanliegen hier, Ihnen zu sagen, eine große Idee ist fein, aber was sind die kleinen machbaren Schritte, die wir morgen in Angriff nehmen sollten, damit sich wirklich was ändert. So, vielen Dank. Und also mein Vorschlag ist, sich, wenn man über Souveränität nachdenkt, nicht in den alten Begriff locken zu lassen, das ist absolut, ich kann hinter den Grenzen machen, was ich will, sondern eher Souveränität wie Freiheit verstehen. Souveränität ist eine Freiheit, ist praktisch ein Unteraspekt von Freiheit und deshalb sollten wir genau mit Souveränität so umgehen, wie wir mit Freiheit umgehen. Sie singen nicht, während ich spreche. Und darauf können Sie sich verlassen. Ist ja nicht so schlecht. Ja, ich habe es gestern Abend gehört, aber da war es okay. Jetzt ist es so. Okay. Das ist die eine Einmerkung. Dann noch so weiterhin zu dem Punkt. Man kann zeigen eben, dass wenn Staaten versuchen, es im Alleingang heute zu machen, dass sie dann wahnsinnig an Souveränität verlieren. Denn dann kommen die Krisen, dann kommen die Unwetter, dann kommen die Terroristen, dann kommt dies, dann kommt das. Der Verlust von Souveränität ist sehr groß, wenn man nicht berücksichtigt, dass man in einer interdependenten Welt lebt.
Und deshalb, wenn man das mit berücksichtigt, dann kann man jede Menge von Souveränität wieder zurückgewinnen. Und wenn man dann nicht sagt, aber dann bin ich nicht mehr absolut souverän, ja, dann muss man halt sagen, schau Souveränität so wie Freiheit an. Es geht nicht um absolute Souveränität, sondern es geht um verantwortliche Souveränität. Wir leben auf einer Welt, wo wir nachhaltige Entwicklung und Stabilität wollen, und deshalb kann Souveränität nicht absolut sein.